damit sofort was geht ab. John ist am Start. Wieder mal heute mit Call of Duty Modern Warfare 2 Video. Dieses Call of Duty habe ich lange nicht mehr gespielt und ich dachte mir, es war wieder der Zeit, da reinzuschauen. Dieses Thema. Nein. Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig oder falsch war. Ja, ich dachte mir, es war wieder eine Zeit. Das Jahr 2020 ist schon wieder zur Hälfte um. Die Zeit vergeht im Flug. Alles war bisher scheiße. Corona, Morona. Irgendwie nicht raus, kaum Real Life. Nicht verreisen, keine Games, kommt keine Europameisterschaft. Es macht mich nichts trauriger, als dass wir keine Europameisterschaft dieses Jahr haben. Ich habe mich so auf Public Viewing, auf dieses ganze Deutschland-Spiele-Schauen-Feeling gefreut. Das alles fällt aus. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ist denn auch Modern... Digga, jetzt reicht's mir hier. Registrierung von Trophäenkonten, das Spiel wird beendet. Ist denn auch Modern Warfare 2 im Jahre 2020 deprimierend? Finden wir keine Spieler, nur Hacker, leckt alles wie Sau. Ist es genauso scheiße wie das Jahr 2020 oder kann man es sogar eventuell spielen? Das und vieles weitere mehr nach dem Intro. Wir haben zwar kein Intro, aber... Ladies and Gentlemen, es hat geklappt, wir sind in-game angelangt. Farmers ist am Start, Wasteland. Ich habe gerade nochmal die CD mit Zahnpasta irgendwie geputzt und ich weiß nicht, ob das jetzt das Problem war, aber auf jeden Fall, jetzt funktioniert's. Ich bin glücklich, die Sensi fühlt sich noch viel zu undynamisch an, um Himmels Willen. Irgendwie einerseits schnell, aber andererseits auch scheiße. Ja. Oh mein Gott. Du ahnst es nicht im Gesamt. Ja, komm, lass wegrennen. Aua, 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 aua. Es ist eigentlich sogar ganz passend, dass wir jetzt den Modern Warfare 2 ausgewählt haben. Es war sogar relativ random heute. Aber, ja, es steht auch immer noch im Raum, ob wir nochmal einen MW2 remastert. Digga, seht ihr die Sense, die ich veraime? Alter, was ist das? Ey, ob wir nochmal einen MW2 remastered bekommen. Vor allem jetzt mit der These, wo es irgendwie so die Gerüchte gab, okay, COD 2020 sieht noch nicht so dülle aus, sieht noch nicht so geil aus. Eventuell wird es ja sogar verschoben. War so das, was irgendwie im Raum stand. Gestern hat es auch nochmal Charlie Intel getweetet. Ich habe nochmal ganz kurz auf Twitter geluschert nach meiner Social Media Fastenzeit. Und ach du lieber Lachs. Komm, Free Fire. Wo war dann das dann raus? Dann raus, Shotgun, über die Shot. Ja, es ist. Oh mein Gott, die Range war Spaß 12. Aber auf Twitter geluscht und hat auch Charlie Inte geschrieben, das ist historisch, wie ich euch auch schon einmal oder wie das gesagt habe. Es ist so historisch, dass noch kein. Es geht so ab. Call of Duty, unannounced Trailer. Oh, Digga, ich habe so Angst. Was ist hier für eine Action? Ich habe keine Munition mehr. Es ist absolut historisch, Digga. Wirklich zu krass. Deshalb, vielleicht bekommen wir sogar noch. Gut, ich halt mal ganz normal, ich muss konzentrieren. Ja, ich muss irgendwie... Host Migration. Ich brauche irgendwie die Streaks, weil ich habe so Bock auf eine Nuke, Mann. Wie lange habe ich keinen Nuke gehabt? Nicht? Das ist schon 5 Jahre her, Alter. Weil du halt in diesen Hacker-Lobbys, wenn ich dann einzelne Runden für ein Video spiele, Digga, da geht nichts. Da geht meistens nichts. Ich will gerade ganz gerne. Das Problem ist natürlich der mit hier. Komm. Harry raus. Harry, hier hin. Einfach kurz ein bisschen hier gammeln. Ey, Digga. Es ist ja, oh mein Gott, ey, es ist so nice gerade. Die sind hier alle neben mir. Am Feindchen ab. Digga, wie hab ich die getötet? Komm, wir machen jetzt mal eine. Ja, scheiße ist das. Naja, MW2 Remastered. Campaign haben wir bekommen dieses Jahr sogar schon für, war das 40, waren es wirklich, nee, es waren nicht 40 Euro, ich glaube es waren 20 Euro, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wurde absolut tot geflamed, weil ich komplett gechoked habe in diesem Video, weil ich irgendwie gar nicht klar gekommen bin auf das Szenario. Ich wurde auch nochmal tot geflamed dafür, aber alle Experten auch aus der Szene, die sich jahrelang mit Call of Duty irgendwie auseinandersetzen, die wissen, diese gottlose Multiplayer, den werden sie auch noch auf Tasche haben. Aber sie haben noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, um das alles rauszuhauen. Alter, was ist eigentlich für ein insanes Gameplay gerade hier? Komm, aus Last Stand raus, wir haben Weg nächsten, Harry. Allein, dass ich so viele Kills mag. Oh Gott, das sind so viele. Oh komm, jetzt schlabber richtig rein. Jetzt schnell hier mit Shotgun, falls sie reinrennen wollen. Komm, jetzt schlabber richtig rein. Schlabber rein jetzt. Digga,
wie geil ist das? Es macht zu viel Spaß, so viel zum Thema. Spielt noch jemand dieses Call of Duty? Absolute Bot-Lobbys gerade hier am Start. Ja, die Leute gehen so ein bisschen... Helikopter, ich kann es nicht glauben, komm. Ist noch eine Zeit, ich mach, weil ich glaube nicht, bis 7500 geht's. Also es sind noch ca. 20 Kills. Digga, vielleicht machen wir eine Nuke, come on. Ja, also wenn sie diese fucking Sache auf Next Gen gebracht haben, auf die PS4, mit den ganzen Waffenmodels, mit den ganzen Maps, den ganzen Grafiken, Looks. Wo sind die Gegner? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt richtig reinschlabbern. Jetzt richtig reinschlabbern. Schlabber rein, John, schlabber rein! Wo sind die Gegner? Wo spawnen sie jetzt hier unten? Sie spawnen bei mir, sie sind bei mir. Nein. 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 Wir haben keine Zeit mehr, nein. Wir haben keine Muni. Da vorne waren welche. Die ist schwarz vor Augen. Komm, gönn dir die Nuke. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel, John, nicht mehr viel. Nein! Die Satzbohr ist der Endtrupp. Ich kann es nicht glauben. Wie viel waren vor der Nuke? Schreibt es in die Kommentare. 25 ist auf die Nuke. Wir müssen 1, 2, 3 vor gewesen sein. Ich kann es nicht glauben. Wenn sie sich die Mühe gemacht haben, diese ganze Kacke für die Campaign, die keinen interessiert, dann werden sie auch den Multiplayer haben. Sie haben die ganzen Waffen nachgebaut, sie haben die ganzen Map, das ganze Overlay, das Menü, sie haben alles nachgebaut, um das dann nicht easy mit irgendwie zwei Fingerschnipsern auch in den Multiplayer zu bringen. Bullshit. Sie haben den Multiplayer, aber sie halten ihn sich so ein bisschen als letzte Chance, irgendwie Call of Duty nochmal einen Hype zu geben. Warzone ist gerade übelst im Hype, Warzone macht mega gute Umsätze, extrem gute Zahlen, Call of Duty ist total im Gespräch, sie brauchen gerade nicht so einen MW2-Hype, dass alle auf Twitter auf einmal eskalieren und irgendwie Leute von früher zurückkommen, weil die Leute, die früher Call of Duty gezockt haben, die sind mit Warzone zurückgekommen. Warzone hat so unglaublich viele Spieler, ich sehe es auch immer wieder mehr im Real Life. Bro. Es zocken so viele Leute Warzone. Meine halbe Real Life-Kreis zockt alle Warzone. Obwohl die jahrelang nicht gezockt haben. Die haben jahrelang nicht gezockt und zocken jetzt alle Warzone. Also Call of Duty hat es gerade echt nicht nötig, mit MW2 irgendwie, mit dem Remastered irgendwie die Leute zurückzukriegen. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ach, übrigens, zum Thema Sonnenbrillen habe ich ja auch wieder unglaublich viel Gegenwind für meine Chanel-Sonnenbrille bekommen, die ich eigentlich so ganz nice fand. Real-Life-Freunde und Freundinnen fanden die auch cool. 90% der Kommentare waren, John, du alte Nudel. Aber ey, soll ich mit so einer Sonnenbrille rumrennen? Pfui. Geibel, Digga, das ist doch übelst langweilig. Also nichts gegen jemanden, der mit so einer Sonnenbrille rumrennt. Jeder soll das tragen, was er interessant findet. Aber ja, ich weiß es nicht. Irgendwie, ich finde das zu basic, zu langweilig. Deshalb dachte ich mal wieder was Neues. Aber ich weiß selbst noch nicht genau, ob ich es zurückgebe oder nicht. Ihr habt auf jeden Fall einstimmig gesagt, John, bring die Kack-Sonnenbrille zurück. Nächste Sache, die ich jetzt auch noch ganz kurz ansprechen wollte. Ich habe übelst krass. Ich habe mit meinen Merch-Jungs aus Nürnberg, die meine Merchandise machen, ich habe das schon ewig nicht mehr beworben, habe ich jetzt eine richtig, richtig geile Aktion gestartet. Wir haben eine richtig coole Aktion gestartet, dass es overall auf alle Merch-Artikel extremen Rabatt gibt. Ich weiß nicht, wie viel der Rabatt ist, prozentual, aber es ist wirklich, wirklich sehr gut. Es gibt hier so eine Jogginghose mit RQ-Logo drauf, es gibt T-Shirts, Hoodies, alles, was das Herz begehrt. Und, jetzt haltet euch fest, ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro, wenn ihr 50 Euro ausgibt vor Versandkosten, dann bekommt ihr eine Cap, eine RQ mit Stick, richtig leckerer, schöner, sauberer Stick mit dem RQ-Logo vorne drauf. Kriegt ihr umsonst oben drauf. Ihr müsst es nicht in den Warenkorb tun, noch irgendwelche Rabattcodes eingeben. Nein, eine Mindestbestellwert von 50 Euro vor Versandkosten, also nicht Versandkosten inklusive, 50 Euro plus Versand. Dann bekommt ihr diese wunderschöne Cap gratis. Dazu gibt es auch nichts zu kaufen im Shop. Megamäßig geile Aktion, haben wir uns überlegt, dass es ganz cool ist. Deshalb checkt es gerne mal ab. johnrage-shop.de, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und schaut, ob ihr da was findet. Ganz kurz zur Größe. Das ist eigentlich basic Schnitte, basic Größen. Ich trage T-Shirts XL. Ich bin relativ schmal, wiege relativ wenig, aber ich bin groß. Ich bin 1,90 groß. Das glaubt übrigens keiner. Das glaubt mir kein einziger. Jeder Abonnent, der mich in Real Life trifft, sagt, John, du
du bist 1,90 groß. Digga, what the fuck, auch auf der Gamescom. Ich sehe halt, weil die Kamera von oben filmt, ich sehe so klein aus teilweise im Gegensatz zu meinem Stuhl, dass... Oh nein, nein, nein! Rambo! Dass die Leute wirklich denken, ich bin klein. Aber na, ich bin 1,90, trage XL bei Shirts. Ihr wisst ja, wie meine Shirts sind, immer so ein bisschen oversized. Also, wenn ihr eine L braucht, dann kauft ihr eine L. Ganz einfach. Shop-Link ist in der Beschreibung, würde mich freuen. 150 Euro, Digga, sind die größten Recruit-Bots. Das ist ja nicht mehr witzig! Ich zock nur noch MW2, ich schwöre sogar. Digga, wie viele Leute sind da? Ein bisschen. Digga, es ist so krass, was das für Bots sind! Digga, haben die. Nein, 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 nein. Oh, Digga, liebes Lieschen, komm nochmal eine Nade, einfach mal so, wenn es einer. Johnny, Digga, komm, wir machen's jetzt den Nuke. Ey, Spaß meines Lebens. Gott sei Dank ist wenigstens MW2 im Jahre 2020 geil. Vor allem, ich hab's öfter zu oben Videos dann irgendwann mal. Ja. Harry, ja, öfter mal angeschaut. Auch so vor 2 Jahren oder so. Und no joke, es war nicht ansatzweise so geil, wie es jetzt gerade ist. Nicht ansatzweise so geil. So, jetzt müssen wir irgendwie. Digga, wie der Typ da vorne rumleckt. Bro, what a hang, Alter. What is happening? Grüße gehen raus an alle Cookies. Irgendwie bauen wir jetzt die Bullstreaks. Und dann geht's ab zur Atombombe, Digga. Ab. Captain Michi, da hatte ich Todes-Aim, da hatte ich Gottes-Aim. Da hatte ich Gottes-Aim. Wir haben leider keine Muni. Komm bitte, Harry, 1-2 Kills für... Wir müssen uns auch dranhalten von den Punkten her. Mach doch jetzt diese 1-2 Kills, das kann doch nicht so schwer sein. Birdie ist immer noch nicht wissen, 11 Jahre später, die Streaks bauen auf. Also wenn jetzt mein Harry hier noch 1-2 Kills macht, dann kriege ich die nächste Streak. Nicht so wie Black Ops, dass du irgendwie nur Kills für eine Nuklear oder so eine Sachen... Von hier zählen wirklich deine Killstreaks. Wir bauen auf, zu Nuke, zu allem. Das Problem ist, wir haben keine Muni und wir haben auch keine Zeit. Ich muss jetzt all in gehen. Ach, Digga. Oh, Digga, die 1B45! Wollen mich verarschen? Auf diese. Ich. Komm, Stun mit raus. Die Aufträge 17 Bar. Echt, die sind als Boris kassiert. Schwanni von mir, Alter! Oh mein Gott, was geht hier ab? Es ist so lecker. Was passiert? Was passiert hier? Leute, no joke, ich check es nicht. Nein, push mich einer rechts. Oh mein Gott, Harry. Digga, was passiert hier? Oh Gott, ich habe so Angst gerade. Nein. Memo, Digga, das gibt es nicht, Digga. Mit dem... Na, das ist nicht mehr lustig. Ich weiß nicht, was ich das sagen soll, Leute. Es tut mir leid für den ultimativen Artismus heute. Aber, wirklich pure Emotion. Dies hat's baut. Wenn du noch weiter mich nervst, Digga, dann hätte ich selbst. Wir müssen irgendwie wieder in den Flow kommen. Wir haben noch Zeit für den Mute. Erst holen wir den hier. Ja, die ist nuts. Balls! Erst holen wir den hier. Nein. Fuck! Na gut, Leute, das soll mit heute Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hatte mega viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Check johnrage-shop.de ab für die nice Rabattaktion. Ab 50 Euro Warenwert bekommt ihr eine gratis RQ-Cap mit richtig schönem Stick oben drauf. Checkt gerne ab. Vielen lieben Dank da an der Stelle für euren Support. Ich bin raus. Wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen Tag. Haut rein. Ciao.